Wir wollen mit diesem Film Ihnen zeigen, wie einfach die Anwendung eines Elektroschockgerätes zur Wiederbelebung bei Patienten oder Menschen ist, die plötzlich in der Öffentlichkeit zusammenbrechen und scheinbar leblos von Ihnen gefunden werden. Dafür haben wir jetzt hier auf dem Marktplatz in Seligenstadt eine Szene aufgebaut, wo ein Mensch zu Boden gegangen ist und wo Umstehende jetzt dazukommen, um ihm zu helfen. Ich würde hingehen, schauen, was los ist, ihn ansprechen und ob er zum Ansprechen ist. Und natürlich Hilfe holen. Ne? Wenn ich selbst nicht helfen kann und er bewusstlos wäre, würde ich möglichst schnell Hilfe holen. Ich würde zu ihm hingehen und gucken, ob er Puls hat, ob er noch atmet. Mal, der ist umgefallen. Komm, wir gehen. Zwei junge Frauen kommen jetzt auf den Menschen zu, sprechen ihn an und sagen ihm, was er denn zu tun hat oder ob er überhaupt noch lebt. Sie prüfen die Atmung, ob die normal ist. Und wenn das nicht der Fall ist, werden sie den Rettungsdienst über die Nummer 112 alarmieren. Jetzt haben sie den Menschen umgedreht, damit er überhaupt für sie zugänglich ist, prüfen, ob er reagiert auf Ansprache oder Schmerz. Und in dem Augenblick, wo sie zu zweit sind, kann schon eine Person anfangen mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Ja, Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Hallo, guten Tag. Wir sind hier in Seligenstadt, Marktplatz. Da ist ein Mensch umgekippt. Meine Kollegin hat angefangen, schon Herzdruckmassage zu machen. Können Sie uns aushelfen? Okay, ich schicke Ihnen die Kollegen vom Rettungsdienst vorbei. Ja, also die kommen jetzt. Die werden uns aushelfen. Die schicken jemandem. Man fängt an mit der Herzdruckmassage 100 bis 120 Mal pro Minute, ungefähr 5 bis 6 cm tief auf der unteren Hälfte des Brustbeins. Jetzt hat jemand gesehen, dass man einen automatischen externen Defibrillator, ein Elektroschockgerät zur Wiederbelebung in unmittelbarer Nähe hat und läuft los, um es zu holen. Dabei ist wichtig, dass die Herzdruckmassage auf jeden Fall weiter läuft. Jetzt wird der automatische externe Defibrillator, dieser Elektroschockapparat, ausgepackt und man sieht auf den Abbildungen, wo man diese Aufkleber, diese Elektroden, auf dem Brustkorb des Menschen aufkleben soll. Dabei ist wichtig, dass man dies direkt auf die Haut und nicht auf die Kleidung legt, damit der Elektroschock auch tatsächlich durch die Haut geht. Pads auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. Den Aufkleber muss man auf der oberen Seite kleben. Hier oberhalb und den Teil, den muss man auf der unteren Seite. Pads auf den entblößten Brustkorb des Patienten kleben. In dem Augenblick, wo der automatische externe Defibrillator, dieses Elektroschockgerät, merkt, dass er angeschlossen ist, Patient nicht berühren. Sagt man, dass Analyse der Patient läuft. Nicht mehr berührt werden soll, damit der Patient Rhythmus des Patienten, berühren. Der Herzrhythmus, analysiert werden kann. Schock empfohlen. Und wenn es ein Kammerflimmern gibt, dann kann man einen Schock auslösen, indem man die orangefarbene blinkende Taste einfach drückt. Schock abgegeben. Wenn der Schock ausgelöst worden ist, Herzdruckmassage und Beatmung wird die Herzdruckmassage und idealerweise auch die Beatmung im Rhythmus von 30 zu 2 wieder aufgenommen. Das macht man 2 Minuten lang, bis der nächste Analyserhythmus in der gleichen Weise folgt. Wenn der Patient einen Rhythmus hat, der nicht zu einem Elektroschock führt, dann verweigert dieser Apparat ganz aktiv die Auslösemöglichkeit eines Schocks. Kein Schock empfohlen. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen. Das heißt, Sie können auf keinen Fall etwas verkehrt machen. Das Gerät sagt Ihnen, was Sie tun können und erlaubt Ihnen einen Elektroschock oder es sagt eben kein Elektroschock, weitermachen mit den Herzwiederbelebungsmaßnahmen namens Herzdruckmassage und Beatmung. Was sagt das Gerät zu mir? Und dann machen Sie genau das. Mehr ist es tatsächlich nicht. Herzdruckmassage und Beatmung beginnen.